Hallo liebe Leute des gepflegten LS. Heute ein kleines kurzes Video. Heute bin ich mit dem Kronehäcksler unterwegs. Das ist der Big X 850 mit 10 Reihen Maisgebiss. Und da bin ich diese Woche schon mit am Häckseln. Ja, so fahren wir den ganzen Tag immer, wie gesagt, die Koppel hin und her. Ihr kennt das ja schon. Gleich sind wir am Feldhändler angekommen. Dann ist der Anhänger neben mir auch schon wieder voll. Raus aus dem Stück. Fahr weg, Larve. Leichte, schwierige Bedingungen. Und dann geht es wieder rum, das Ganze. Der Rüssel ist schon an der Seite, es geht automatisch. Der Traktor verlässt das Feld. Irgendwann kommt der nächste. Kleine Pfützen stehen auch auf dem Feld. Ja, die Bedingungen sind nicht mehr ganz so schön, wie man es gerne hätte. Aber was will man verlangen? Warten wir auf den nächsten Wagen und dann geht es wieder rein in diesen Bestand. $850 PS hat dieser Häcksler. Den haben wir jetzt auch schon seit 2 Jahren. Ein ziemlich großes Maisfeld hier, sind um und bei 25 Hektar und das geht vorwärts. Das ist meine Kamera, dann sehe ich, was aus dem Rüssel herauskommt oder wenn ich die Kamera umstelle, dann sehe ich, was hinter dem Häcksler los ist. Falls ich mal jemanden rausziehen muss oder so, kann ich immer sehen, wie er das Seil anhakt oder die Stoppelverhältnisse mir begutachten. Mal lernen, hat doch keinen Sinn, aber so ist das. Hatte ich auch schon so gedacht. Da muss ich mich genau quer dann weg. Dieser Mais ist auch schon leicht umgeknickt durch den Sturm und Wind die letzten Tage. Passiert das jetzt wieder langsam? Die letzten Tage hatten wir eigentlich recht gutes Wetter, aber er meldet jetzt auch schon wieder für morgen und übermorgen Regen. Dann sind die Tage für uns etwas länger, damit wir endlich bald mal den Mais an die Seite haben. Letzter Stand war, dass wir irgendwas bei 300 Hektar noch nachhaben. So. Wieder an das Ganze, runter machen. Lenkautomat aktivieren. Und los. Geschwindigkeit habe ich auch eingegeben auf Automatik. Da tippe ich ihn einmal zur Seite und dann läuft da die Geschwindigkeit. Thank you.
übrig, muss ich auch immer wieder etwas lenken, weil hier gerade ein paar Keil rein. Das heißt, von der anderen Seite laufen die Mais rein hier rein. Aber das ist, dann funktioniert der Lenkautomat halt nicht, weil er nicht weiß, wo er lang soll. Aber das ist nachher auch schon bald wieder, dass ich die richtigen reinzufassen habe und dann kann ich den Lenkautomat wieder anstellen. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.